So, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Erstmal haben wir hier gespeichert und ja, unser Freund Axel, der ist ein bisschen schlafen gegangen, nicht? Und ich habe mir da schon so eine Theorie überlegt, wie das Axel jetzt macht, weil letzte Folge habe ich ja gesagt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit, bla und so weiter. Und dass er halt da, naja, halt schizophren ist und dass er zu diesem, wie er es ja liebevoll nannte, dem Killer, mutiert. Oder so zu sagen. Und da dachte ich mir jetzt, ja, der liebe Axel, der wird das jetzt ganz geschickt angestellt haben, wird zu jemanden hier, dass der ihn so raufzieht, diesen Lüftungsschacht, dass der, wer den raufzieht, und dass er sich dann so verstecken kann und dann in die Rolle des Killers schlüpfen kann, nicht? Den haben wir, letztes Mal haben wir ihn ja auch schon gesehen, wie er da mit seinem Kostüm herumgewandert ist, nicht? Und ja, das ist er. Der kommt uns jetzt holen, der Axel. In seinem Kostüm. Und ja, das Alien. Kommt es nicht? Ich weiß es nicht. Ja, können wir drücken. Ach, hier haben wir noch einen freundlichen Androiden. Hallo. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Na, er hat gesagt, eingeschränkt, oder? Er hat gesagt. Ja. Ja. Er hat jetzt gesagt, eingeschränkter Bereich. Das heißt, wir gehen jetzt hier nicht lang, weil da zu ist. Okay, dann sehen wir halt anders. Das würde ich ihn aber nicht sehen lassen. Hoho. Das ist gut gegangen. Sonst glaube ich, ist hier nirgends mehr irgendwas. Ah, hier haben wir noch Batterien. Habe ich mir generell gedacht, wie passen diese fetten Batterien? Wie passen die da in dieses, was weiß ich, Ding, Headset, was auch immer das ist? Wie passen die da rein? Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Was ist hier los? Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen Sie nach einer freundschaftlichen Lösung. Ja, der ist jetzt am Arsch. Oh mein Gott. Oh. Ja, das war's mit dem. Also, dem Androiden will ich nicht begegnen. Bisher waren die jetzt ja noch so freundlich, alle schön und so. Aber jetzt, glaube ich, sind sie auf uns angefressen, wenn wir hier sind. Jetzt haben wir es verkackt. Und ich darf in dieses Ding nicht reinrennen. Ich soll mir Zugang zum Aufzug schaffen. Und die beste Idee ist natürlich, gleich hier reinzugehen, nicht? Ist doch eine gute Idee. Und dann auch noch vielleicht hier mit den Rücken. Hier könnt ihr alles schön lesen. Fehlerhaft. Zubehör gibt's auch. Oh, war da Zubehör? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. War da Zubehör? Oh, hier oben ist er sicher. Da ist er. Was? Der kommt jetzt hierher. Aber wir verstecken uns hier ganz elegant unter dem Tisch. Mal sehen.
Da ist nirgends was. Hier nebenbei noch klauen, nicht? Muss man ja. Muss man ja. Und sieht so aus, als ob der hier nicht kommt. Dann deaktivieren wir hier die Kamera. Dass wir schön zum Aufzug gelangen. Oh, hier gibt es noch eine Zugangskarte. Das ist praktisch. Müssen wir nicht zu viel hacken, nicht? Und jetzt rennen einfach. Rennen einfach. Wobei, oh fuck. Nein, nicht rennen. Aufzug rufen. Und jetzt, bis der Aufzug kommt, gehe ich hier sicherheitshalber nochmal rein. Da ist er. Okay. Und jetzt rennen. Rennen. Da kommt keiner. Ciao. Blöde Androiden. Der ist viel zu dumm programmiert. Jetzt steht da sicher gleich einer. Und so. Das war jetzt. Ach, hier. Ja. Ich bin eh Sixen. Ja. Und warum übernehmen die nichts, die Androiden? Weil sie böse sind. Es ist doch immer so mit den von Menschenhand programmierten Computern oder so, so Science-Fiction-Filmen. Die Androiden sind meistens böse. Oder die technischen Geräte. Sieht man zum Beispiel Hell? Sieht man das auch? Das ist ganz ein böser, der Hell. Wobei dann in 2010 auch aufgeklärt, also 2010 der Film, wird dann auch aufgeklärt, warum er so ist. Aber das erzähle ich euch jetzt mal nicht, weil ich will euch ja nicht spoilern, nicht? Okay, hier könnt ihr wieder lesen, das ist Fehler. Zubehör gibt's keins. Das hören wir uns mal an. Okay, dann hören wir uns noch das zweite an. Ah, hier die Antwort. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, was der Vater gesagt hat. Auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Und ich habe hier eine Erinnerung, dass da ein Android hochkam. Okay, ein anderes Kommunikationsterminal finden. Das wären dann wahrscheinlich die zwei, mit denen wir hier gelandet sind. So, ums Eck schauen. Das rede ich hier wieder zusammen. Okay, dann speichern wir. Weil wir haben ja ein Missionsziel erreicht und wie gesagt, speichern in Alien. Ich rede in Alien Isolation ist speichern immer wieder eine Freude, nicht? Freut man sich immer wieder. Habe ich ja schon mal erzählt, warum das so ist. Nicht? Halten Sie RT. Ah, okay. Wo ist denn? Ach, da ist er.
sind wir hier verschwunden. Was können wir denn eigentlich schon Schönes bauen? Ein Medikit wäre klug. Da bauen wir gleich noch eins. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Heilung. Eine Blend- oder Rauchgranate? Ich würde sagen, eine Blendgranate, oder? Ja, eins. Und geht sich Rauchgranate? Ja, Rauchgranate geht sich auch noch aus. Dann machen wir die auch noch schnell. Oh! Der geborene Ingenieur. Das Achievement hat mir fast. Gut. Dann schleichen wir hier noch ein bisschen in den Schächten hier herum. Ich hätte, wenn ich das selbst machen müsste, hätte ich da so Angst, dass hier irgendwo das Alien auf mich lauert. Also, ich meine natürlich, dass hier Axel auf mich lauert, nicht? Weil wie wir alle wissen, ist in Wirklichkeit Axel der Bösewicht, nicht? Das habe ich ja schon mit meiner Theorie belegt. Und der... Der hätte mich voll sehen müssen. Oh, 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 oh. Nein, nein, danke. Wir nehmen einen anderen Ausgang. So, welcher bietet sich hier denn noch an? Ach, da. Der ist gut. Okay. Dann warten wir. Ach, der geht schon. Okay. Ich würde sagen, warten wir, bis der da hinten hingeht. Aber als ob der meine Gedanken lesen würde, geht der da hinten hin. Und jetzt geht er wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Ah, mach auf, mach auf. Mach auf! Boah. Psst. Warum? Er hat mich... Es ist schon fast ein Wunder, dass der mich nicht gesehen hat. Ich glaube, der kann wirklich Gedanken lesen. Dass er so denkt, jetzt, wenn er rausgeht, versaue ich ihm das, gehe ich wieder zurück. Ja, gehe ich ihm den ordentlichen Schrecken ein und dann blockiere ich auch noch den Schacht, schön? Okay, gut. Jetzt. Jetzt geht er wieder zurück. Hier gehen wir hin. Ich glaube. Nein. Ich glaube, ich warte noch, bis der da hinten ist. Was macht er denn hier immer? Du hast ja keine. Was machst du immer? Tippst hier ein paar Tasten herum? Beziehungsweise, warum gehst du dann immer nach hinten und wieder zurück? Okay. Jetzt. Jetzt sind wir draußen. Jetzt. Puh, Glück gehabt. Okay, wo sind wir denn? Wir müssen hier hin. Okay, das heißt den Weg, oder? Ja, den Weg. Da haben wir es schon, wo wir hin müssen. Ist ein Android. Ja, die Androiden, die werden nochmal mein Ende sein. Ach, ich glaube, der geht jetzt zu dem. Ja? Oh. Mit diese Geräusche. Okay. Der ist hier anscheinend irgendwo, weiß nicht wohin gegangen. Aber wir lassen uns davon nicht beirren und gehen hier ganz leicht. Ist da wer? So.